grafischen Effekte bauen würde und man guckt sich dann die Preis-Leistung an, würde ich mir eine ATI kaufen. Ja, doch. Also. Dann ja. Aber so. Jeder Leistungstest, ob es PC-Games ist und wie sie alle heißen, stimmen ja alle gar nicht. Weil es gar nicht gesagt wird, habt ihr denn den grafischen Effekt von Nvidia angemacht oder habt ihr ihn ausgelassen? Bei dem Leistungstest. Genau. Ja, und wenn die grafischen Leistungen anbleiben, die Nvidia ja extra darstellt, dann ist es kein vergleichbarer Leistungstest gegen eine ATI-Grafikkarte. FXAA muss in dem Sinne deaktiviert werden, weil ATI das auch nie hat. Genau. Und das tun die Leistungstester aber nicht. Also zumindest erzählen sie das ja nie. Ich habe noch nie einen Leistungstest gesehen, wo drin steht, FXAA ist deaktiviert geworden. Ist dann schon immer sehr komisch, Leute. Aber deswegen sage ich mir, ich kaufe mir lieber eine ATI-Grafikkarte. Einfach nur wegen den grafischen Effekten. Nvidia, meinst du? Nvidia, genau. Ja. Um was anderes geht's ja eigentlich gar nicht. Und warum ich mir einen Intel-Prozessor kaufe, ist einfach, weil der Intel-Prozessor langjährig einfach stabiler läuft. Und auch besser mit Nvidia zusammenarbeitet. Und besser mit Nvidia-Grafikkarten zusammenarbeitet. Genauso, wenn ihr auf ATI steht, kauft man sich einen AMD. Ja, weil die das miteinander halt besser funktionieren. Weil es ist ja auch ein Konzern. Das die ist doch dazu. Ja. Die laufen einfach kompatibler zueinander. Das ist halt das, was viele Leute auch nicht verstehen. Ich muss schon überlegen, was ich baue. Oder dass alle sagen, ja, jetzt wird sowieso ATI bald Intel ablösen vom Markt, weil diese Komponenten in der PlayStation 4 und in der Xbox One drin ist und deswegen wird jetzt die PlayStation der AMD und ATI-Konzern jetzt Intel und Nvidia überholen. Nein, das wird nicht passieren. Wird einfach aus dem Grund nicht passieren. Klar, sie könnten die überholen in den Jahren, man weiß es ja nicht. Aber es wird nicht an dem Punkt liegen, weil die beiden Konzerne haben gesagt, wir wollen nicht in die Konsolen, weil wir keinen Bock haben, wieder Billigkomponenten zu verkaufen. Ja. Was anderes ging es gar nicht. Und das kann man überall lesen. Sogar bei Nvidia und bei Intel auf der Seite. Das bedeutet, die beiden Konzerne verdienen genug Geld. Das muss man einfach so sagen. Und bei ATI, muss man es ja auch mal so sagen, sah es jahrelang nicht gut aus. Deswegen haben die sich ja auch mit AMD zusammengetan. Was in meinen Augen auch der richtige Schritt war. Und ich mir eigentlich von Intel und Nvidia auch versprechen würde. Okay, hier war ich jetzt noch nicht. Jetzt muss ich auf den da drüben. Muss ich hier rum, da kann ich rumrutschen wahrscheinlich. Normal schon, ja. So, hier wieder. Auch. Da hoch. Oh. Links. Genau. Ich hab grad gedacht, da wäre was. Jetzt auf den Stein. Stein. Hast du genommen. Und jetzt zu mir. Wie, auf den da? Nein, kann ich nicht springen. Hier. Komm, ich gebe auf, dass ich dieses, ich weiß nicht, was mit meinen Dingen da los ist, aber er springt nicht, wenn ich drücke und ich kann das einfach nicht ab. Das ist so eine verhurte Scheiße hier bei Minecraft. Du wirst die Challenge erleben hier. Ja, gar nicht darum. Er springt einfach nicht. Da hätte ich einfach Minecraft mal komplett neu starten sollen. Könntest du jetzt aus dem Wasser gehen, mein Gott? Bin sofort wieder da. Ja. Start nur einmal neu. Ja, was ich mir zum Beispiel von Nvidia auch mal wünschen würde, wenn die sich vielleicht zusammentun würden. Wäre schon cool. Und ganz ehrlich sagen. Vielleicht würden die Konzerne da mehr schaffen. Vielleicht sollte es auch vielleicht keine Konkurrenz mehr geben, sondern dass sich alle vier großen Konzerne zusammenschließen. Ja, und dann ein
zusammengeschlossenen Prozessor und eine zusammengeschlossene Grafikkarte herstellen. Genau. Und alle seine Erfahrung mitbringen würde. Ja. Alter Schwede, das wäre eine neue Entwicklungsstatus bei den Grafikkarten und Prozessoren. Ja. Prozessoren, weil jeder hat bestimmte Vorlieben. Also es gibt garantiert bei Intel was AMD verbessern würde und bei AMD was Intel besser verbessern würde. Ja, AMD hat ja auch bestimmte Sachen in ihre Prozessoren drin, was Nvidia gerne hätte. Das wissen wir alle. Auf Stein. Aber, AMD möchte gerne was haben, was Intel hat, aber sie finden halt beide nicht heraus, wer was hat oder wie sie das gebaut haben. Oder dürfen es nicht, weil da ein Patent drauf ist. Genau. So, und wenn es das aber nicht mehr geben würde, Leute, weißt du, was wir... Leute, wisst ihr, was wir für einen Prozessor kriegen würden? Leck mir die Kohornis, Alter. Oh ja. Das will ich mir gar nicht ausmalen, weißt du das? Man muss ja so überlegen, die neuen Prozessoren auf dem Sockel 211, die sind wirklich rabiat, Leute. Ja. Und man muss auch so sagen, man kriegt für 500 Euro einen 6-Kern-Prozessor. Checkpoint. Also in dem Sinne habt ihr 12 Kerne, 6 reguläre Kerne, 6 virtuelle Kerne und das für 520 Euro liegt, glaube ich, zurzeit der Kurs. Ich weiß, es ist viel Geld, aber das ist wieder eine CPU, die 7-8 Jahre du keine neue brauchst. Ja. Ungefähr. Kannst immer, wenn du einen aktuellen i7 dir kaufst, 7 Jahre rechnen. Beispiel, wenn man überlegt, deiner ist jetzt 7 Jahre, ne? Ja. 7 Jahre ungefähr. Und der kommt nicht mal in Volllast, Leute. Immer noch nicht. CPU ist nicht ausgelastet. Nicht in Battlefield 4 Multiplayer. Nee. Battlefield 4 Multiplayer ist zurzeit der Maß der Dinge. Ja? Man muss nicht immer die neuesten CPUs kaufen. Und er steckt auch mit seinem i7, weil Andy hat ja ein i7, die alten 9 i5 in den Sack. So muss man es einfach sagen. Weil die Leute, die ein i5 haben und nicht getaktet, sind bei Battlefield 4 bei den billig i5en am Limit. Und Andy kommt bei 40-50% CPU-Auslastung. Also, wenn man so will, könnte er streamen nebenbei. Genau. Also, ist schon immer etwas merkwürdig, finde ich. Und wenn man überlegt, er bräuchte jetzt nicht nur... Ja, wenn er wieder auf Ultra spielen will, unbedingt, was er sowieso später machen kann, weil dann das Spiel optimiert ist. Brauchst du eigentlich nur eine Grafikkarte wieder kaufen. Ja, so ist es. Geht er noch hoch, Herr Gott. Oh, der geht. Checkpoint? Hier ist ein Checkpoint, ja. Cool. Also daher... Kauft euch nicht immer gleich eine neue CPU, sondern wenn ihr Battlefield spielt, geht bei Battlefield Online, geht auf einen 64-Slot-Server, guckt, ob eure Grafikkarte bis ans Limit dreht, wenn eure Grafikkarte bis auf 100% dreht, also 99%. Danach geht ihr auf den Server, oder geht auf den Server, ihr müsst eine eine Grafikkartenauslastung von 99% haben und dann guckt ihr, wie hoch eure CPU-Auslastung ist. Genau. Ist eure Grafikkarte natürlich schon voll am Limit und ihr schafft keine 60 Frames, ja, dann ist kauft es schon... Kauft doch dieselbe nochmal. Ja. Was möglich ist. Kommt immer ganz drauf an, was die Leute für eine Grafikkarte haben. Eine 580er würde ich heutzutage auch keine SLI mehr für empfehlen. Ja. Weil sie zu wenig VRAM hat, ne? Weil sich das ja jetzt in den letzten paar Monaten so rapide erhöht hat, wo ja nie jemand mit gerechnet hat. Nie. Also schnell wie sich der VRAM erhöht hat in den Spielen, hat sich in den letzten Jahren ja nur der Arbeitsspeicher eigentlich erhöht gehabt. Ja. Der Arbeitsspeicher und der VRAM. Also wer nicht weiß, was VRAM ist der Videospeicher der Grafikkarte. Und das ist schon, wenn man so will, schon sehr hart, dass man heutzutage mit 8 GB Arbeitsspeicher am Limit ist. Und der Andi spricht aus Erfahrung, das stimmt wirklich. Oh, du Drecksack. Du hast mich verarscht hier. Er weiß, wie es ist. Ich hatte ihm neue RAMs zugeschickt, aber leider haben die nicht richtig funktioniert bei ihm. Nee.
Und er weiß, wie es ist, wenn man 16 GB RAM hat, was das für ein Leistungsschub ist. Oh ja. Leider waren die nicht richtig kompatibel, was ich bis heute nicht verstehe. Aber gut. Aber das ist schon sehr heftig, weil die CPU-Auslastung und das, gut, die alle, die nur noch ihr Kernprozessor haben, also ein Intel 9500 etc., die sind jetzt am Limit. Das könnt ihr auch bei jedem Test lesen. Das ja. War's jetzt. Also die Prozessoren müssen jetzt weg. Da kommt da nicht mehr drum herum. Entweder ihr holt euch eine kleine Steigerung, ein i5 mit ja, ganz normal 4 Kerne und dann holt ihr euch die dritte Generation und nicht die zweite oder erste. Weil wenn ihr euch die erste holt, habt ihr denselben Dreck wieder, wie ihr mit dem normalen 4 Kern auch hattet. Boah, das hier ist mies. Ah, jetzt springt er wieder nicht. Ja, oder ihr geht dann halt bei und kauft euch für 200 Euro, kriegt ihr auch schon ein K2600er von Intel. Ja. Kann man gut übertakten, kann man locker auf 4,4, 4,8 GHz übertakten, den Prozessor. Kauft euch eine Wasserkühlung dazu für, ja, ein Komplettpaket bezahlt man 120 bis 170 Euro, wenn man das auch im Wasser haben wollt, und dann könnt ihr den auf 4,4, 4,8 GHz übertakten. Und wer ein Asus-Board als Beispiel nimmt, was ich persönlich nicht mag, aber da kann man dann schon fertige Einstellungen nehmen und dann hat man seine CPU getaktet. Ganz einfach eigentlich. Und damit sollte der dann auch wieder ein paar Jahre auskommen. Also CPUs so. Finde ich vom Preis her gar nicht mehr so schlimm. Was ich schlimm finde, sind die Grafikkarten, Andi. Hm. Ja, wenn du dir überlegst, die boah. 77er, wo wir uns die angeguckt haben, Preis-Leistungs-Verhältnis waren wir bei 500, jetzt kostet die nur noch 299. Ja. Also, Grafikkarten sind am Anfang so übelst teuer, Leute, und dann fallen die so ruckartig in den Keller. Finde ich eine absolute Frechheit. Aber gut, Nvidia hatte jahrelang keinen Konkurrenten. Jetzt ist AMD ja wieder da. Mit ihren neuen Grafikkarten, wo du Spiegeleier drauf braten kannst. Oh mein Gott. Habe ich nicht nachvollziehen. Kann ich nicht nachvollziehen. Hui. Also, dass die so heiß werden, die Grafikkarten. Der Hersteller sagt, ach, das ist nicht schlimm. Nein. Nur die Lebensdauer ist kürzer. Und dadurch müsst ihr mehr Geld ausgeben. Auch komisch. Der Hersteller sagt, ja, das ist nicht schlimm, bei 90 Grad konstant eine Grafikkarte zu haben. Also der... Ne. Weil das Schlimme ist, so muss man das ja mal sagen, dass gar nicht die Grafikkarte... Klar, soll so 90 Grad haben. Ist ja scheißegal. Ja, wenn der Hersteller sagt, das geht. Aber eure ganzen Komponenten im Rechner steigen zwischen 5 und 10 Grad. Doch, wenn eure CPU vorher 60 Grad hatte, kommt die dann auf 65 bis 70 Grad. Das bedeutet gleich eine Lebensdauer von ein paar Jahren wieder weniger. Auch die RAMs werden wärmer, das Mainboard, die Laufwerke, die Festplatten, alles. Genau. Nur, weil ATI, muss man jetzt lautwörtlich sagen, zu doof ist, einen vernünftigen Kühler zu bauen für die Grafikkarte. Ein anderes Wort habe ich da einfach nicht für, Leute, weil man kriegt heutzutage immer die Temperaturen unter Kontrolle. Dann hätten sie halt die Grafikkarte mit einer Wasserkühlung verkaufen müssen. Gibt es heutzutage auch schon. Aber dann kann man ja nicht mehr diese Dumpingpreise machen und das immer als Leistungsbester verkaufen. Richtig. Oder wenn man die Forums liest. ATI hat endlich Nvidia geschlagen. Wir sind zurück. 2 Tage später, Nvidia hat gekontert mit seiner GTX 780er. Hat sie einfach nur ein bisschen übertaktet und schon wieder Marktführer. Hallo. Leute, meinst du, ein Nvidia oder ein Intel lässt sich von dem Thron noch einmal wegstoßen? Nein. Zeiten sind vorbei. Intel hat es erfahren, wo es die Einkernprozessoren gab. Nee, die Zweikernprozessoren.
wie schwer es war, den Markt wiederzubekommen. Und man muss auch so sagen, Intel war fast 5 oder 6 Jahre nicht Marktführer. Früher. Und dadurch sind Milliarden verloren gegangen. Und den Titel lassen die sich nie wieder nehmen. Die Zeiten sind vorbei. Da hat auch nie einer mit gerechnet bei AMD. Das muss man wirklich sagen. Ja, wo dann AMD mit ihrem Prozessor mit weniger Takt und genauso schnell war wie die Intel-Prozessoren oder schneller. Den gab es früher immer 3000 plus, der Prozessor. So, der hat den Intel-Prozessor mit 3000 MHz geschlagen. Ja, und das Ding hat aber nur 2,5 als Beispiel. Was der 3000er plus hatte, weiß ich gar nicht mehr so genau. Schon ein paar Jahre her. Es ist auf jeden Fall schon sehr ulkig, wenn man sich das so überlegt, dass der Prozessor das früher hatte. Jo. Heute ist der Wurm drin. Oh, ich sehe schon. Klingt einfach nicht. Keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt hier stehe. Kein Aussetzer, gar nichts. Keine Ahnung, ich finde auch diese Map hier total asozial. Na, da kommen noch 3 solche hier. Ja. War mir klar, dass wenn die Map zu Ende geht, dass er dann nur noch Scheiße einbaut. Weil ich finde Scheiße, die Atmosphäre ist auch total. Also ich hänge hier in so einer Höhle und guck mir das Wasser an und diese dummen Eissprünge. Keine Ahnung, gefällt mir gar nicht. Und davor vorhin die blaue Scheiße, die ich da machen musste noch. Das war schon am nervigsten von allen. Ach komm, ich nehme mal den Checkpoint und mach mal da weiter. Jo. Macht eh gerade keinen Spaß mehr. Und jetzt? Hier lang. Da. So. Bin ich zu weit gesprungen. Boah, dass der so langsam da hochschwimmt, ne, seit dem Patch. Hier muss ich hin. Oh. Immer wieder so eine Speedmap haben. Nicht nach Zeit, sondern wo ich mal so ein bisschen durchjumpen kann. Kann gut sein, dass die nächste Challenge wieder leicht wird. Das, sowas 21. will ich gar nicht. Das muss nicht leicht sein. Und hier nicht auf so einer scheiß Schlingerbahn. Keine Ahnung. Das ist erst diese asozialen Leitersprünge nur. Und jetzt dieser Kackes. Und jetzt hier weiter hoch und hier hin. Und nochmal einmal komplett im Kreis und dann bist du oben. Doch nur einer Sprünge. Das sind, ja, würde ich doppelt nehmen, aber halt mit Shift. Der springt nicht, er möchte nicht springen. Da können wir gleich auf den Server drauf gehen, der ist immer noch voll. Ja, cool. Ui. Hast du Orange? Ach, kannst du ja gar Orange nicht. Orange habe ich an, ja. Ja, aber du kannst jetzt nicht raus switchen. Nö. Das geht gar nicht. Ich hätte gesagt, schreib mal den Snow an. Alte Trantüte. Der liegt wahrscheinlich bei seiner Mutti auf dem Sofa. Ah, seine Mutti ist aber nicht da. Challenge hier ist auf jeden Fall leichter hier oben. Ja. Ja, 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 ja. Oh, ja, lauf nicht. Ich bin Minecraft, ich bin asozial, ich bin eine Hure. Oh.
Mein Gott. Nein, ich werde die Challenge jetzt nicht aufgeben. Ihr seht heute nicht mehr die nächste. Außer wenn ich es schaffen sollte. Was, lol? Das? Das ist Challenge 20 und Schwierigkeitsgrad hart. Challenge 21 ist Schwierigkeitsgrad extrem. Also ist mir scheißegal, seine Schilder stimmen eh nicht. Was hat er dann gemacht? 5 Meter höher? Daher. Pff. Seine Extremen waren immer nur lange Stunts. Sonst gar nichts. Von den Sprüngen war nichts schwieriger. Ja, was kannst du denn anderes machen außer das? Was anderes gibt's ja auch nicht bei Minecraft, außer schwierige Sprünge. Sprünge hat er ja nicht gemacht. Er hat sie nur länger gemacht. Ja. Daher gibt es eigentlich gar keine Schwierigkeitsstufe. Gibt ja halt nur Vierer-Jumps oder Dreier mit einem nach oben. Das sind so die schwierigsten eigentlich. Wo ich die gar nicht so schlimm finde mehr. Kommt immer noch an, wenn du auf einem Block stehst und nur von da aus abspringen musst oder von hier. Finde ich auch gar nicht mehr so schlimm. Was ich schlimm finde, ist um die Ecke jumpen oder zumindest heute. Eigentlich ist gar nicht schlimm, eigentlich ist alles babyleicht. Das ist alles Bullshit. Okay. Das Spiel richtig. Das wenn ist das einfach richtig, total bissleichtes Spiel. Wenn das Spiel richtig funktionieren würde und wenn ich springe, auch springen würde, ja, und hier das Spiel manchmal keine Verzögerung hätte von 30 Jahre, dann wäre alles halb so schlimm. Also ich habe auch keine Dinge richtig gehabt, was richtig schwer war. Ich habe es nur aufgehört, weil ich an die Leute denke, die da sind. Wenn ich das alleine spielen würde, wäre mir das scheißegal. Es bringt nichts, wenn ich hier das ausprobiere. Ich habe heute auch gar keine Geduld für das irgendwie hier. Weil mir das einfach hier öde ist, hier auf dem Eis rumzulaufen und da drauf abzuspringen. Langweilig, keine Ahnung. Wir jetzt schon seit 3 Challengen, seit 17 hängen wir nur in Scheiß-Challengen. Ja. Das kommt noch dahin zu. Vorher hat er so einen geilen Rhythmus drin gehabt, wo man, ja, eine schwere, dann hat er da so eine leichte drin gehabt, wo du dann schön durchgegangen bist. Oder leicht war sie auch nicht, aber wo du dann halt gut durchgekommen bist. Jetzt meint er zum Schluss, ja, ich mache jetzt nur noch Scheiße. Und das deprimiert und dann bist du genau auf demselben Niveau wie bei den anderen Challenges. Ganz einfach. Nach 3 Stunden heute schon aufnehmen, nur Minecraft, ist auch so langsam der Dampf raus. Ja, das stimmt auch. Das ist nichts für mich. Erst hier Minecraft normal aufnehmen und dann Minecraft Adventure Map. Aber wir kommen ja diese Woche wieder auf unseren alten Rhythmus. Dann wird wieder mittwochs Adventure Map aufgenommen und freitags wieder Dingens. Genau. Dann war's das. Und dann hat der Andi auch wieder jetzt Vorlauf. So, das genau. So, dass wir uns keinen Kopf mehr machen müssen. Bin gleich wieder da. So, wieder da. Baby. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vermisst du das einmal hier so schön, diese langen, schnellen Sprünge? Sowas mag ich. Nein, da springt er nicht. Ich habe keine Lust, ich bin Minecraft. Du drückst, du bist mit dem Finger voll auf der Tastatur, aber er macht nichts. Gar nichts. Das ist so nervig heute für mich. Und da mal wieder ein bisschen flamen unten in den Kommentaren. Gefällt mir dann.
eine Million Mal klappt es und jetzt fällt er zwischen den kleinen Spalt. So, und wir sagen Ciao, Lobby, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft Adventure Map. Tschüss. Tschüss.